Heute geht es um die Dinge, die in Amerika besser sind im Vergleich zu Deutschland und Dinge, die in Deutschland besser sind im Vergleich zu Amerika. Das Format dieses Videos ist heute noch nie da gewesen. Heute werde ich etwas ausprobieren, was die Welt schocken wird. Und möglicherweise werden meine Zuschauer auch sofort ausschalten, wenn ich gleich verrate, was ich geplant habe. Okay, also jetzt kommt's. Ich werde die beiden Länder Amerika und Deutschland vergleichen. Und zwar so, indem ich die positiven Seiten der beiden Länder erwähne. Boom! Habt ihr verstanden? Ich werde nicht auf die negativen Dinge eingehen und werde weder Deutschland-Bashing noch Amerika-Bashing betreiben. Boom! Kein Bashing. Jetzt schaltet ihr alle aus. Das ist ja super langweilig, das Video. Positiv? Blech. Aber ich muss ja sagen, ihr, ne, meine Zuschauer, schaut ja auch deswegen gerne, also vor allem meine Abonnenten, weil ich eben nicht mit dem Mainstream mitziehe und keine Negativschlagzeilen hier verkaufe. Ist nicht mein Stil, also deswegen hoffentlich seid ihr ja auch hier, ja. Und grundsätzlich finde ich ja auch immer, sollte man sich bei Ländervergleichen immer an den positiven Dingen orientieren. Wenn ich anfangen würde aufzuzählen, was mir an Deutschland oder USA nicht gefällt, also kritisieren ist das Einfachste der Welt. Jeder kann über alles kritisieren. Ich kann hier so, hier zum Beispiel, ja, dieses Ding hier. Ich kritisiere mal diesen Stift. verkauf mir mal diesen Stift. Kein Mensch braucht einen Stift im 21. Jahrhundert. Nach dieser erhabenen Tiefe der unvergleichlichen Weisheit von mir, der auch anhand des Stiftes eure Sinne ergriffen hat und die Erleuchtung gebracht hat, hier meine Punkte, was in Deutschland oder Amerika besser ist. In Deutschland gibt es eine Art von finanzieller Sicherheit. Das heißt, man hat keine großen Ängste, all sein Geld zu verlieren und dann auf der Straße zu landen. Diese Ängste hat man hier in den USA im Grunde so auch nicht, aber durchaus kannst du in Amerika all dein Vermögen verlieren und steinhart auf dem Boden landen. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl der finanziellen Sicherheit, also hier in den USA. Ich habe eher das Gefühl, wenn ich nicht aufpasse, ist alles weg. Als ich in Deutschland lebte, hatte ich solche Ängste nicht. Auf der anderen Seite kann man in den USA viel mehr Geld verdienen als in Deutschland. Wenn ich mir meine Verdienste in Deutschland von damals anschaue, bevor es weitergeht, einige wunderschöne Bilder aus meiner Heimatstadt San Diego, Kalifornien. Wenn ich unterwegs bin, nutze ich immer einen VPN. Warum? Ganz einfach. Ich möchte nicht, dass mein Provider die Websites, die ich besuche oder jegliche andere Internetverbindung auf meinem Gerät feststellen kann, wo und wer ich bin. Und genau das kann man herausfinden, wenn man unmaskiert über seine öffentliche IP surft. Mein heutiger Sponsor Cybrigus VPN verschleiert dabei deine IP und tut so, als würdest du aus einem anderen Land surfen. Mit nur einem Klick kannst du dann aus einer Auswahl von über 100 Ländern surfen, wobei über 9000 anonyme Server zur Verfügung stehen, auf die Cybrigus einen anonymen Tunnel aufbaut, die keine Logbücher speichern. Das hat noch eine ganze Menge Vorteile, zum Beispiel kannst du jegliche Streaming-Ländersperren umgehen und damit auch Sport- und Nachrichtensender, aber auch HBO, Amazon Prime, Netflix, Disney+, Japan, USA und andere Länder und viele mehr schauen. Und genau dafür hat Cybrigus sogar dedizierte Streaming. Server. Und nur mal nebenbei, selbst Torrent-Server gibt es. Mit mehr als 38 Millionen Nutzern ist Cybrigus einer der bekanntesten VPN-Tools am Markt, welches auch von Trustpilot empfohlen wird. Cybrigus läuft auf allen erdenklichen Geräten, also auf Windows, Mac, Android, iPhone, Linux, Spielekonsolen, Smart-TVs. Und nur für meine Zuschauer hat Cybrigus ein Wahnsinnsangebot zusammengestellt, und zwar 83% Rabatt. Dann kostet Cybrigus nur noch 2,03 Euro im Monat. Damit nicht genug, schenken die meinen Zuschauern auch noch 4 Monate gratis dazu. Eine 45-tägige Rückgabegarantie gibt es noch obendrauf und auch völlig verrückt. Die erlauben dir, einen Account mit 7 Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen. Das alles bekommt ihr über den Link unten in meiner Beschreibung. So, weiter im Thema. Also in Deutschland habe ich im Grunde Geld verdient, mir ging es finanziell okay. In den USA jedoch kann man ein Vermögen aufbauen. Hier ist viel mehr Geld in Umlauf und die Risikobereitschaft der Menschen ist viel höher. Wenn du eine gute Ausbildung hast und das finanzielle Feingefühl, kannst du mit diesen beiden Fähigkeiten viel mehr in den USA erreichen als in Deutschland. Ich denke, da muss man so abwägen, was einem mehr passt. Ja? Sicherheit, dafür weniger Vermögen oder Vermögen, dafür aber keine Sicherheit. Rechte der Arbeitnehmer. In Deutschland gibt es viel mehr Urlaubstage. Selbst so eine Zahl wie 25 Urlaubstage oder mehr klingt aus amerikanischer Sicht utopisch. Gar schon unglaublich. Genau, das glaubt einem hier keiner. Außerdem gibt es in Deutschland sowas wie einen, ob ich denn das Wort noch zusammenkriege, Kündigungsschutz. Kündigungsschutz. Kündigungsschutz.
Das sind also durchaus positive Dinge, die man hier in den USA nicht unbedingt hat. Es gibt gar keinen gesetzlichen Urlaub hier auch in den USA. Theoretisch kannst du hier 10 Jahre arbeiten und keinen Tag dabei frei bekommen. Selbst gesetzliche Feiertage gibt es in den USA nicht. Wenn ein Arbeitgeber es will, lässt er dich auch am Weihnachtstag und auch im Neujahr arbeiten. In den USA sind alle Tage Arbeitstage, ganz normale Tage, bis der Arbeitgeber was anderes bestimmt. Außerdem gibt es, wie gesagt, keine Kündigungsfristen hier in den USA. In den USA kannst du von einer Sekunde zum anderen entlassen werden. Termination at will. So nennt sich das hier. Dafür ist der Arbeitsmarkt in den USA jedoch um ein Vielfaches größer. Die Chancen, den Arbeitgeber zu finden, der deinen Vorstellungen entspricht, ist wesentlich höher. In Deutschland gibt es jetzt ca. 5 Millionen Unternehmen, in den USA dagegen sind es über 32 Millionen Unternehmen. Mehr als das Sechsfache also. Außerdem sind die Verdienste hier wesentlich höher. Und eine Sache, da lehne ich mich mal so ein bisschen aus dem Fenster. In den USA gilt in der Regel ein sehr freundlicher Ton im Arbeitsumfeld. Dazu habe ich ja auch viele Videos gedreht. Die Atmosphäre ist also anders als in Deutschland. Und wenn man dann auch noch so am richtigen Ort ist, wie ich zum Beispiel hier in San Diego, dann kann man auch noch ständig ein Urlaubsgefühl wegen dem Wetter, Strand und Palmen, also hier in Kalifornien, erleben. Da kann Arbeiten also durchaus mehr Spaß am Leben machen und wenn es halt einem passt, ne? Zumal ist es so, dass trotz fehlender gesetzlicher Feiertage und Urlaubszeiten also viele Unternehmen hier solche Dinge natürlich von sich aus dann auch anbieten. Schließlich möchte man gute Arbeitnehmer ja auch nicht verlieren. In meinem Unternehmen zum Beispiel hier in San Diego gibt es keine Begrenzung, was Urlaub betrifft. Jeder kann Urlaub nehmen, so wie es Sinn macht. 15 bis 20 Tage im Jahr sind in der Regel üblich. Einige können auch schon mal 25 oder 30 Tage Urlaub nehmen, wenn so insgesamt halt in der Firma relativ bekannt ist, dass sie sehr viel arbeiten und sich also sehr viel leisten und entsprechend einfach Erholungszeit dann also sich gönnen sollten. Entsprechend steht in den Arbeitsverträgen bei uns ja auch sowas wie eine bestimmte Zeit an Urlaubstagen ist nicht vorbestimmt, aber mindestens 15 Tage sind empfohlen. Steht tatsächlich so im Arbeitsvertrag, also hier kann ich mal vorlesen, den genauen Absatz vom Arbeitsvertrag, ich habe es mal ins Deutsche übersetzt. Mitarbeiter haben die Flexibilität, sich über ein vordefiniertes Kontingent hinaus freizunehmen. Also ich habe hoffentlich das gut übersetzt. Das heißt also, es gibt kein Kontingent, also wird nicht definiert, also keine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen wird festgelegt. Obwohl der Zeitpunkt und die Dauer der Anfrage weiterhin die Genehmigung des Vorgesetzten erfordern, werden die Mitarbeiter ermutigt, ihr Urteilsvermögen zu nutzen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend Zeit für Ruhe und Erholung nehmen. Und dann steht da auch weiterhin, das Unternehmen rät und ermutigt alle Mitarbeiter, mindestens 15 Tage im Jahr freizunehmen. Meine Frage an euch, wie findet ihr diesen Arbeitsvertrag? Also ich lese hier alle Kommentare. Das Arbeitsleben in Deutschland ist übrigens gechillter. Der Druck in den USA ist dagegen extrem hoch. Wenn ich hier eine Slack-Nachricht und einen Mitarbeiter am Wochenende um 22 Uhr schicke, dann antworten die. Deswegen mache ich das übrigens auch nicht als Vorgesetzter. Die fühlen sich ja sofort in der Pflicht zu arbeiten, egal wann, welche Uhrzeit, welcher Tag. Ja, das sind die hier also so gewohnt. Also diesen Arbeitsdruck gibt es in Deutschland nicht. Dagegen ist aber USA für Karrieregetriebene, ja, das passt. Umfeld. Ja, so harte Arbeit wird entsprechend auch belohnt und auch entlohnt. Der Chef kann das Jahresgehalt dann auf einmal von $80.000 auf $140.000 erhöhen, nach 3 Monaten auf $200.000 anheben und nach 3 Jahren verdienst du auf einmal $320.000 im Jahr und mehr. All das ist möglich hier. Also solche vehementen Gehaltsunterschiede und auch Gehaltserhöhungen sind in Deutschland eher selten. Also habe ich so eigentlich selten mitbekommen. Wir haben entsprechend hier in Amerika also auch sehr unterschiedliche Gehälter, während in Deutschland sich die Gehälter untereinander so eher ähneln. Wir haben letztens von einer Mitarbeiterin ihr Lohn erhöht und dann waren das auf einmal $16.000 mehr im Jahr. Das war so eine kleine Anpassung am Gehalt. Wenn wir da hingehen würden und sagen, wir erhöhen jetzt dein Gehalt um $4.000 im Jahr, das wäre ja schon eine Beleidigung, weil $4.000 im Jahr, das geteilt durch 12, was ist das für eine Lohnerhöhung? Also wird sich die Mitarbeiterin wahrscheinlich eher so veräppelt vorkommen. Veräppelt, sagt man das noch so? Wenn wir schon mal bei Karriere sind. In den USA kann man, selbst wenn man keine Ausbildung in dem Bereich hat, aufsteigen, wenn man die Fähigkeiten unter Beweis stellt. Aber wie gesagt, dafür hat man in Deutschland ja auch viel mehr Work-Life-Balance. Noch eine Sache, die mir auffällt, in Deutschland bekommt man für eine Ausbildung Geld. Unvorstellbar ist das dagegen hier in den USA. Hier zahlst du für eine Ausbildung Geld. Eine Krankenschwesterausbildung kostet hier $40.000 und mehr. Aber eine Krankenschwester verdient hier auch über $120.000 im Jahr und mit Überstunden bis zu $180.000. Das heißt, die $40.000 sind sehr gut investiert. 4 meiner Bekannte, also 2 davon sind Freunde sogar, sind hier Krankenschwester, also 2 Männchen und 2 Weibchen. Dank meiner Kommentare habe ich übrigens auch mitbekommen, dass wohl männliche, also das männliche Geschlecht von Krankenschwester
Krankenpfleger genannt wird in Deutschland. Ich kapiere das ja immer noch nicht, wieso in Deutschland die männliche Krankenschwester so genannt wird, also Krankenpfleger. Ich kenne den Begriff aus meiner Zeit aus Deutschland nicht. Das klingt für mich wie jemand, der Betten sauber macht und Patienten wäscht. Also sowas wie ein Altenpfleger, wahrscheinlich verwechsle ich das damit, was jetzt auch ein sehr wichtiger und anspruchsvoller Beruf ist, also gar keine Frage, Altenpfleger. Aber die beiden Begriffe, insgesamt Krankenschwester, Krankenpfleger, die klingen schon sehr seltsam, muss ich sagen. Also der Name krank klingt ja schon mal nicht schön. Ja? Diese Menschen gehen einem Beruf nach, dessen Berufsbezeichnung mit krank anfängt. Ich bin krank, Krankenschwester. Wie, kranker Schwester? Krankenschwester. Wie, die Schwester des Kranken? Ich habe bis heute nicht verstanden, warum in Deutschland alle möglichen Berufsnamen neu belegt wurden, ja, aber Krankenschwester immer noch keine Reform durchlaufen hat. Also ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Ja, hier, Gesundheitshelfer, Gesundheitshelferin. Gesundheitsassistentin, Gesundheitsassistent. Medizinischer Betreuer, medizinische Betreuerin. Boom, Problem gelöst. Wo ist das Problem? Arzt heißt ja auch nicht Krankheitsheiler. Hier in den USA heißt es übrigens Nurse und Nurse ist ein sehr anerkannter und hochbezahlter Job in den USA. Wenn wir schon mal beim Thema Ausbildung sind, auch staatliche Hochschulen sind in Deutschland eigentlich günstig und es gibt sehr viele und exzellente staatliche Hochschulen in Deutschland. In den USA dagegen muss man ein Vermögen investieren. Selbst die staatlichen Unis in den USA kosten Geld. Viel Geld. Aber dafür gibt es auch Unis mit dem höchsten Ansehen hier. Wer in diesen Unis studiert, an diesen Unis, der muss sich also um seine Zukunft keine Sorgen mehr machen. Also zum Beispiel sowas wie Berkeley, MIT, Stanford, Yale, Harvard, Princeton und viele mehr. Diese bezeichnet man übrigens hier als Ivy League. Die amerikanischen Unis sind von der Technologie her auch sehr fortschrittlich ausgestattet. Der Campus Berkeley hatte damals sogar ihren eigenen Kernforschungsreaktor. Damals hatten sie jedenfalls ihren eigenen Strom erzeugt für den gesamten Campus und waren vom Stromnetz der Stadt unabhängig. Ja, in Deutschland ist Bildung also kostenlos oder wesentlich geringer von der Summe her. Die paar hundert Euro Semesterbeiträge sind ja kein Vergleich zu den Zehntausenden Dollar in amerikanischen Universitäten. Vom Wissen her können die deutschen Unis aber mithalten. Doch vom Coolness-Faktor, Ansehen und Ausstattung her ist die USA meiner Meinung nach ganz weit vorne. Doch beide Systeme haben eben ihre Vorteile. Ja, was in Deutschland noch absolut mega cool ist, meiner Meinung nach, und das habe ich erst gemerkt, seit ich hier lebe, die Nähe zu Europa. Ich habe in Köln gewohnt und Amsterdam war 3 Stunden Fahrt entfernt, Paris 5 Stunden, Brüssel 3 Stunden, Schweiz, Italien, Spanien oder Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechien. In Amerika hat man diese Nähe zu Europa nicht. Ja? Dafür gibt es aber in den USA die grandiosesten gibt es hier auch zu meinem Steak. Ich wollte sagen, die grandiosesten Naturlandschaften, egal wo ich hingehe, ja, sei es auch nur irgendwie 20 Minuten nach Osten von San Diego, wo ich wohne. Es sieht so aus, als wäre ich in so einer Natur-Doku gelandet. Aber auch die Nähe zu Mexiko ist super spannend. Tijuana ist nur 25 Minuten Fahrt von mir entfernt. Die anderen mexikanischen Städte wie Tecate und Rosarito, das heißt aus Deutsch ausgesprochen. Rosarito sind auch klasse und ein Katzensprung von mir entfernt. Bin ich letztens hingefahren. 40 Minuten bis nach Rosarito von San Diego. Riesiger Urlaubsort hier in Mexiko. Meine Frage an euch. Wer von euch würde denn gerne in die USA kommen und hier leben wollen? Sagt mir auch in den Kommentaren, warum. Und auch die, die sich das nicht vorstellen können, gerne auch, was euch davon abhalten würde, hier in den USA zu leben. Das wird bestimmt eine sehr spannende Diskussion, auf die ich mich sehr freue. Bis bald. Nochmals danke an meinen Sponsor Cybergoes VPN, mit denen ihr anonym im Internet surfen und auch Ländersperren einfach umgehen könnt. Mit dem Link unten in meiner Beschreibung gibt es für meine Zuschauer Cybergoes für nur 2,03 Euro im Monat. Das sind 83% Rabatt. 4 Monate obendrauf gibt es auch noch geschenkt und eine 45-tägige Rückgabegarantie. Ohne Risiko.